Emil Rasmus Jensen war Bildhauer und Villa Massimo-Preisträger 1930. Und um es schon vorwegzunehmen, dieser junge Mensch, der 1888 geboren wurde in Tondern, Nordschleswig, hörte mit 4 Jahren auf zu wachsen. Was bedeutete, dass er nur 98 Zentimeter groß wurde. Das war aber nicht alles. Er war bettlägerig, er war oft krank. Das wissen wir heute, dass Vitamin D-Mangel auch was mit Immunologie zu tun hat, mit der Abwehr von Erkrankungen. Und er beschäftigte sich praktisch immer nur im Haushalt seiner Eltern mit künstlerischen Aufgaben, die er sich selbst stellte. Er war ja nicht künstlerisch ausgebildet zu diesem Zeitpunkt. Und Sie sehen hier auf der linken Seite eines seiner ersten Bilder, da muss er noch sehr jung gewesen sein, der Blick aus seinem Fenster. Das Zimmer muss ja nach Norden gelegen haben, weil man so ein bisschen Sonne auf dem gegenüberliegenden Giebel zu sehen bekommt hier auf dem Bild auf der linken Seite. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass er wenig Licht bekommen hat und das hat seine Erkrankung verstärkt. Die Bettlägerigkeit, die mangelhafte Bewegung haben das Ganze noch verstärkt, sodass er erst mit 20 Jahren laufen lernte. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Junge wurde von seinen Verwandten und seinen Eltern getragen bis zum 20. Lebensjahr und da lernte er laufen. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild, auch alles ohne künstlerische Ausbildung, was er etwa so mit 18, 19 gemalt hat. Und das zeigt, dass er eine in sich wohnende Begabung gehabt hat, auch in der Malerei. Und was dem, da er ja nicht zur Schule gehen konnte, wurde ein Hauslehrer bestellt. Die Eltern zogen um nach Flensburg, weil seine Mutter aus einer sehr alten, angesehenen Familie hier aus Flensburg stammte. Und da lag es nahe, hier herzuziehen. Und der Vater hat hier dann als Kaufmann ein Versicherungsbüro aufgemacht. Und während dieser Zeit in Flensburg wurde er durch einen Hauslehrer ausgebildet, und weil er eben nicht die Schule besuchen konnte. Und diesem Hauslehrer ist aufgefallen, dass er so wunderbar modellieren konnte. Die Malerei kam dazu. Und schließlich war es so, dass der Professor Huber, der hier damals Direktor der Werkkunstschule war, auf ihn aufmerksam wurde, die Eltern besucht hat und dann ein Marmorrelief vorgelegt bekam, wo er sagte zu den Eltern, also sie müssen den in meine Werkkunstschule geben, damit wir ihn ausbilden können. Und das war der Anfang einer ganz wunderbaren künstlerischen Laufbahn. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie der Junge ausgesehen hat, 98 cm groß, und Sie können gerne schätzen, wie alt er hier ist. Was denken Sie, was könnte sein Alter sein? 15. Das war die Zeit seiner Konfirmation. Das heißt, er war etwa 14 Jahre alt. Man sieht es an dem schon sehr ernsten Blick und der Gesichtsausdruck ist einfach dem Alter entsprechend. Hier im Kreise seiner Familie auf der rechten Seite noch als jüngeres Kind und dann nachher mit etwas über 20. Dieses Kind wurde ganz barmherzig und liebevoll gepflegt bei Kuraufenthalten. Ich hatte schon erwähnt, der mangelnde Lichteinfluss spielt eine große Rolle für diese Erkrankung, die man heute Rachitis nennt. Und er wurde dann nach Sylt gebracht zu Kuraufenthalten und traf da auf diese wunderbare Frau, Nonne, die sich seiner annahm. Und Sie sehen den vorgealterten kleinen Emil Jensen als Jesuskind mit Selbstdarstellung mit seiner Mutter Gottes, wenn Sie so wollen. Die hat er so verehrt, dass er sich im Laufe seines Lebens zig unzählige Male porträtiert hat. Und dann hatte er, und damals mit 20 lernte er ja erst laufen,
hatte er das große Glück, nachdem der Professor Huber sagte, er müsse unbedingt hier in die Werkkunstschule kommen, um ausgebildet zu werden, hat er das ganz große Glück gehabt, mit Professor Heinz Weddich als den Lehrer, der die Holzschnitzklasse betreute, einen wunderbaren Lehrer gefunden zu haben. Nicht nur rein fachlich, sondern auch von der Persönlichkeit her waren die ein wenig ähnlich. Der Emil Jensen war aufgrund seines Schicksals natürlich sehr ernst, setzte sich mit ganz ernsten Themen auseinander, ganz ähnlich auch Heinz Weddich. Ein exzellenter Tierbeobachter war. Und die Tiere waren für Emil Jensen die besten Freunde, denn die ließen ihn nicht spüren, dass er kleinwüchsig war. Da ist er. Hier in der Klasse hat er begonnen 1914, also mit 26 Jahren. Und sein erstes Bedeutungswerk war Der Berggeist. Sie sehen ja hier freundlicherweise auch noch zur Verfügung gestellt und ausgestellt das Affenpärchen. Und was das Besondere ist an diesem Werk, das ist in einem lupenreinen Kubismus entstanden ist. Die körperlichen Formen sind aufgelöst in geometrische Figuren und das ist ihm zu einem Zeitpunkt gelungen, wo so etwas überhaupt nicht in der Kunst richtig repräsentiert war, zumindest nicht öffentlich. Sie alle wissen, dass die Maler Picasso, Matisse, die Vorläufer, Cézanne auch, aber Picasso hat den Kubismus in der Malerei quasi begründet mit Georges Braque zusammen und aber eben in der Malerei. Die erste kubistische Büste stammt von Picasso aus 1909, weltweit das erste Objekt. Da stellt er seine Lebensgefährtin Fernand Olivier dar. Und dieses war quasi entstanden in den Jahren 1914 bis 17. Und durch den Ersten Weltkrieg gab es keinerlei Literatur zum Kubismus und schon gar nicht zum Kubismus in der plastischen Werkkunst. Und insofern ist das auch kunsthistorisch ein ganz besonderer Punkt, dass dieser junge Schüler unbeeinflusst von seinem Lehrer, denn der war von Rodin beeinflusst und später entwickelte er sich in der Holzschnittkunst mehr Richtung Barlach, also die strengen Figuren, aber kein einziges Werk ist kubistisch erhalten geblieben. So sehen die Originale aus, es sind alle erhalten. Und lassen erkennen, mit welcher Präzision und mit welcher Ausdruckskraft er diesen kubistischen Ansatz verfeucht hat. Und wenn Sie das jetzt sehen, das ist in Terrakotta gearbeitet, da sehen Sie auch ganz starke kubistische Inhalte, aber zusätzlich mehr körperlich, mehr gegenständlich, der Frauenkörper in den Vordergrund und die kubistischen Anteile in den Hintergrund. Auch dieses ist eigentlich eine Weiterentwicklung aus Ebenholz, geschnitzt hier in Flensburg, eine Konsole. Und man wird es vielleicht nicht so gut sehen können, aber die Perspektiven der Profile ändern sich von links nach rechts. In der Malerei würde man sagen, Simultaneität. Man blickt auf das Kunstwerk und hat praktisch alle Perspektiven auf einmal im Blick. Und in der Malerei wissen Sie das alles von Picasso oder Georges Braque. Ups, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Einfach daneben klicken, neben das Feld klicken, einfach ins Bild. Einfach so? Ja. Und hier die Totenmaske von Beethoven. Noch gegenständlicher, noch weniger Abstraktion durch kubistische Elemente. Und das ist auch sein Weg, den er weiter verfolgt. Und der Beethoven war für ihn praktisch wie ein alter Ego. Er identifizierte sich mit dem Schicksal dieses herausragenden Künstlers, weil der eben taub wurde. Der war mit 30 Jahren begann, die Taubheit immer weiter fortzuschreiten, sodass er nachher gar nichts mehr hören konnte und trotzdem fantastisches Werk hinterlassen hat. Ups. Hier eine andere Darstellung von Beethoven,
den er im Laufe seines plastischen Werkes oft abgebildet hat. Und hier kommen wir zurück auf die Tierbeobachtung, wie Sie hier an dem Affenpärchen sehen. Das ist ein anderes Affenpärchen, was also auch hier entstanden ist, geschnitzt wurde. Und Sie sehen, welche Perfektion er eigentlich in der Darstellung dieser Tierfiguren erreicht hat. Und das hat er seinem Lehrer wirklich zu verdanken. Ganz privat wurde er auch in der Malerei von Wettig ausgebildet. Natürlich stand die Holzschnitzkunst im Vordergrund, aber auch hier sehen wir A, sein Talent, B, auch diese Beobachtungsgabe, wie hier die Flamingos miteinander nach Nahrung suchen. Dann kam der große Sprung von Flensburg, wo er ja 8 Jahre lang ausgebildet worden war, nach Hamburg. Er bewarb sich dort an der damals nannte man das Landeskunstschule und heute ist das die Hochschule für Bildende Künste, wie Sie wissen. Und Sie sehen hier, dass er immer mehr gegenständlicher wird und das abstrakte, kubistische in den Hintergrund. Oben in der Mitte sehen Sie eine Skulptur und Bossart war auch sein großer Förderer in Hamburg. Und hier sehen Sie die Mutter mit dem sterbenden Kind, in Terrakotta gearbeitet. Und das sind die Themen, die er eben auch von Heinz Wettig übernommen, möchte ich nicht sagen, aber die inspiriert sind durch Heinz Wettig. Und das sterbende Kind, wenn Sie sehen, hier noch mit zarten kubistischen Andeutungen, aber das Figürliche und vor allen Dingen der Ausdruck des Schmerzes dieser Mutter ist ganz sicher durch Einfluss von Wettig zu erklären. Auch hier in der Kohlezeichnung die großen Themen, die Menschen in Grenzsituationen. Hier holt sich der Tod das frisch geborene Kind. Diese Skulptur, die vor kurzem im süddeutschen Raum versteigert worden ist, bringt es auf den Punkt. Die heißt Leben und Tod. Und das Leben ist zart, figürlich, weiblich dargestellt und kontrastiert mit dem unerbittlichen Tod, der eben mit kubistischen Elementen diesen Gegensatz geradezu repräsentiert. Und die Flensburger haben offenkundig Emil Jensen hoch geschätzt, denn der Herausgeber der Flensburger Illustrierten Nachrichten, das ist Albert Wacker gewesen, der zählte zu den großen Unterstützern von Emil Jensen und hat ihm ganzseitige Artikel gewidmet. Und im Text ist zu lesen, dass er sich gewünscht hätte, dass der Beethoven als Dekoration, künstlerische Ausgestaltung des Deutschen Hauses von 1930 eröffnet, angeschafft wird. Dazu ist es dann nicht gekommen. Aber Sie sehen Leben und Tod oben rechts und auch ganz wunderbar vom Ausdruck der Wahnsinn, hier der Mann in der Welt. In Hamburg hat er aber weiter bildhauerisch auch in Stein und Marmor gearbeitet. Sie sehen die Skulptur so ein bisschen schwach dargestellt auf der linken Seite. Und das ist das Original. Und Sie sehen, dass die Formgebung eher klassisch ist, fast so ein bisschen an oder erinnernd, aber eben diese kubistischen Elemente sind praktisch gar nicht mehr nachweisbar. Er arbeitete zunächst im Atelier der Hamburger Landesgrundschule, Lerchenfeld 2, ist ja immer noch dieselbe Adresse, und dann bekam er ein eigenes Atelier in Mühlendamm 42, und da sehen Sie ihn mit seinem zentralen Werk, was auch erhalten ist und heute im Schloss Gotthof steht, im Pfad steht. Das ist die Erscheinung, da hinten der Beethoven. Und in dieser Phase hat er sehr, sehr produktiv gearbeitet und die Zeit, die ihm blieb, maximal genutzt. Und Sie sehen das Ergebnis oben auf dem Regal, eine Fülle von Skulpturen, die zum Teil eben auch von Museen angekauft wurden, auch vom Hamburger Senat angekauft wurden, das Gebet zum Beispiel, oder der oben zweite von links, der Jüngling ist im Altonaer Museum, vom Altonaer Museum angeschafft worden. Und sein
Herausragendes Werk auf der linken unteren Seite ist der Traum und der Denker hier rechts. Und da ist Emil Jensen mit seinem Modell abgebildet und mit der Skulptur, für die dieses Modell gesessen hat oder gelegen hat. Das ist die Skulptur in einer anderen Perspektive und ich zeige es deshalb, weil auf der rechten Seite im Nachlass tatsächlich sich eine Fotografie gefunden hat, dass es einen Bronzeabguss gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass die Erhaltung des Werks ist für alle Nachfahren natürlich das zentrale Thema und nach dieser Skulptur suchen wir. Also sollten Sie diese Skulptur irgendwo entdecken, lassen Sie es uns wissen. Das ist jedenfalls eine wunderbare Entdeckung aus dem Archiv heraus. Und er wurde zunehmend bekannter. Es gab Artikel in Zeitschriften über ihn und er kam eine richtige Publizität und wurde dann auch von Dänemark, also in das Kopenhagener Schloss eingeladen, um da eine Gesamtausstellung zu präsentieren. Und da sehen Sie wieder diese zentralen Erscheinungen und Traum und noch viele andere. Und auch das ist medial sehr intensiv besprochen und diskutiert worden. Das war ungefähr 1931 und dann erlebte er auf dem Boden dieser Publizität und seiner Schaffenskraft wohl seine größte Anerkennung in der Künstlerschaft, indem ihm der Villa-Massimo-Preis, das Villa-Massimo-Stipendium verliehen wurde und die Gutachten wurden verfasst von Käthe Kollwitz und von Max Liebermann. Und seiner offenkundigen, seinem künstlerischen Nimbus, den er entwickelt hatte, wurde er auf Empfehlung seines Lehrers Bossart in dieser Künstlerkolonie, die Hamburg geschaffen hat, nämlich im Uhlendorf-Palais, wurde er belohnt sozusagen mit zwei großen Atelierräumen und arbeitete in dieser Phase seines Lebens Wand an Wand mit den Hamburger Sezessionisten, Sie kennen alle Kluth oder auch Andi Taré, die eine große Ausstellung jetzt in der Kunsthalle in Hamburg hat. Die haben alle mit ihm zusammengearbeitet, Wand an Wand und haben eine sicher wundervolle, behütete Zeit hier verlebt, aber wie es so ist, mit diesen schönen Phasen des Lebens, die sind nicht immer von Dauer. Das ist ein wunderbares Atelier, wo er eine ganz neue künstlerische Kraft entfaltet und enorm produktiv tätig ist. Hier auf der linken unteren Seite mit der 9. Sinfonie Erscheinung, hier rechts eine vielleicht seiner schönsten Figuren, die Sinnende, die auch seinen Rapphügel ziert. Und in diesem Umfeld konnte er wirklich frei walten und schalten als selbstständiger Künstler. Hervorgegangen aus der Klasse von Heinz Wettig. Die 9. Sinfonie und hier unten diese Gruppe heißt die Quelle, also Goethe, Beethoven und am Rand als Profil zu sehen, Michelangelo vor dem weiblichen Abbild. Ich sagte es schon und deutete es an, es war nicht von langer Dauer, es waren vielleicht nur 2 Jahre, die so unbeschwert verliefen und dann tobte hier der braune Mob durch die Straßen und rief, SA marschiert, das sind Bilder aus Schleswig. Und ich zeige deshalb diese Bilder, weil das einen ganz großen Einfluss natürlich auf ihn haben musste. Erstens war er kleinwüchsig und damit schon den Nazis natürlich ein Dorn im Auge. Und zum anderen, sein Hauptunterstützer finanziell war sein Bruder Olof. Der war Kreissparkassendirektor in Schleswig. Der wurde nach der Machtergreifung 1933 kurzerhand verhaftet, ins Gefängnis gesteckt. Fristlos wurde ihm gekündigt und dann saß er ohne Pension und ohne Gehaltszahlung von heute auf morgen auf der Straße. Mein Vater musste von der Domschule abgehen, dann sind sie nach Segeberg, weil sie in der Stadt in dieser politisch braunen Phase praktisch geächtet waren. 1943 ist diese Aufnahme entstanden. Und das ist die letzte Aufnahme des intakten Ateliers. Es wird gerade eine
neue Ausstellung vorbereitet und die Gespräche werden geführt mit den Organisatoren. Und Sie sehen hier unten rechts das große Leid, da die Büste von Martha. All die Figuren waren in diesem Atelier, als dann wenige Tage nach diesen Gesprächen die Bomben fielen. Sie wissen, dass es 1943 im Juli diesen großen Feuersturm in Hamburg gegeben hatte und eine Bombe hat eben mit einem Volltreffer quasi den Mitteltrakt komplett zerstört. Gott sei Dank, wie wir nachträglich wissen, auf der rechten Seite nicht ganz so furchtbar gewirkt. Und Emil Jensen konnte nur sein nacktes Leben retten. Er wurde von Irwan, das ist sein Kollege, dann aus dem Ohlendorf-Haus gerettet, quasi mit 400 anderen aus dem brennenden Ohlendorf-Haus. Und die liefen bis zum Horner Kreisel und wurden dann nachher in Eppendorf irgendwo untergebracht. Wenige Tage danach fand ihn der Hausmeister auf der Bank sitzen, völlig traumatisiert und zerstört. Sein ganzes Lebenswerk war dahin, so glaubte er. Er konnte nicht ahnen, dass vieles doch wieder den Weg zu ihm zurückfand. Und in dieser Situation wurde er in einen Zug gesetzt, Richtung Bayerisch Zell. In der Vorstellung ist es nichts erhalten geblieben. Und dieses ist ein Beispiel, die Trauer, wo Sie sehen können, dass eben doch vieles erhalten wurde. Sie sehen hier noch die Brandspuren unten an der Plinte und auch die Rußschwärzung. Das ist eine Figur, die in dem Atelier gestanden hat aus Gips und die konnte ich vor 3-4 Jahren entdecken auf dem Kunstmarkt und dem Öffnen wieder zuführen. Wie Sie hier sehen, das große Leid war ja auch in dem Atelier, ist auch gerettet. Dieser Trotz und diese Kraft, die daraus entsteht, das ist seine Maxime gewesen und die vielen schweren Phasen und Krisen seines Lebens hat er nur durch diese innere Einstellung überwunden und konnte dann tatsächlich wieder eine künstlerische, gestalterische Kraft entwickeln. Hier die Erscheinung und eben auch gerettet. Sie wurde zwar teilweise zerstört, aber zu 90% erhalten, dann nach Starnberg ihm wieder zugeführt und die Plastik ist auch wunderbar erhalten. Also wir sind froh und glücklich, dass zumindest diese zentralen Werke des Künstlers noch besichtigt werden können. Und hier sehen Sie ihn in dem Atelier in Starnberg bei seiner Schwester, großzügiges Atelier, wo er dann tatsächlich aus diesem "Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen" heraus wieder künstlerisch produktiv wurde und zwar ohne Grenzen, möchte man fast sagen. Sie sehen allerdings hier auch, dass er sich wieder mehr dem Abstrakten, der Abstraktion zuwendet. Und das ist eine Abbildung, die sein Alterswerk ihn demonstrieren soll und das halte ich auch für wichtig für die jüngere Generation an Bildhauern. Er findet nämlich nach der gegenständlichen und figürlichen Darstellung von idealtypischen Frauen Körpern, findet er zurück zur Abstraktion, zu einer ganz anderen Abstraktion als eingangs durch den Kubismus demonstriert. Hier links oben der Gefangene, in der Mitte die Verzweiflung, rechts oben die Ergänzung, der Tänzer, der Geist und die kniende Schwangere. Das ist repräsentativ für sein Spätwerk, wo er den Weg wieder zurückgefunden hat auf das Wesentliche des Ausdrucks, nämlich diese Form der Abstraktion, die noch das Objekt erkennen lässt, aber sehr stark die Emotionen zum Ausdruck bringt oder gerade deshalb stark zum Ausdruck bringt. Und das war das Atelier, in dem er dann auch verstorben ist, 1967, kurz vor Weihnachten, und zeigt, wie reichhaltig dieses Werk ist, was er hinterlassen hat. Und die Erben haben dann alles versucht, um dieses Werk zusammenzuhalten, haben aus 3 Erbteilen alles zusammengefügt und so, wie es eben damals war, ist es jetzt noch erhalten und als Ganzes der Kunstwelt erhalten geblieben. Und das war allen besonders wichtig, dass dieser besondere Lebensweg und die Kraft, die seine
bei kleiner Statur, die er entwickelt hat, nicht vergessen wird. Und deshalb ist jedes Mittel recht, um dieses Gesamtwerk für die Nachwelt zu erhalten. Dieses ist kurz vor seinem Tod und das ist die Sinnende auf dem Grabhügel in Starnberg auf dem Friedhof. Damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie nochmal sich gesammelt haben und aufmerksam waren und bitte um Entschuldigung, dass ich so spät hier erst aufkreuzen konnte.